Hi Sissies, heute geht's noch um die Gay-Ikone schlechthin, Madonna. Madonna, Madonna, Madonna. Sissy! Ich sitze hier heute mit einem Experten zum Thema, DJ Dimitri, seines Zeichens Organisator und DJ bei der Madonna-Party. Dimitri, wie bist du zum Madonna-Superfan geworden? Was war so dein erster Kontakt mit Madonna, deine erste Erinnerung? Das ging damals 83 los, wo das erste Album rauskam, mit Holiday und Lucky Star etc. Dann natürlich das Highlight Like a Virgin, wo sie dann ihren Ruf weg hatte als Schlampe, wo sie dann bei MTV sich mit dem Hochzeitskleid auf den Boden gerollt hat. Das war für die damalige Zeit sehr skandalös. Würde man heute gar nicht mehr denken. Nein, und das ist einfach auslesen kann. Ein Prozess über die Jahre, durch die ganzen Images, die sie hat und die Musikrichtungen. Also du konntest nicht drumherum kommen um Madonna. Entweder fandest du sie gut oder du fandest sie schlecht. Also sie hat einfach polarisiert und ist einfach ihren Weg gegangen. Polarisiert auch immer noch. Aber lass uns nochmal kurz zurückgehen. Was war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, wow, die ist wirklich so mein Star? Das war 89, wo Express Yourself rauskam. Dieses Video hat mich absolut geflasht. Ja, es ist witzig, dass du Express Yourself nennst. Das ist bei mir auch so, dass es einer der Momente ist, wo ich damals klein war, vor dem Fernseher saß und dachte so, wow, cool irgendwie, die Frau, aber vor allem auch dieser heiße Typ in dem Video. Das ist für mich so eine der ersten Gay-Erinnerungen, die ich sozusagen habe, ist mit Madonna verbunden. Kennen wir alle dieses tolle Video und dann kam natürlich dann Vogue raus, ne? Strike the pose. Einer der schwulen Hits überhaupt, auch heute noch einer der geilsten Klassiker. Warum ist denn Madonna so eine schwulen Ikone? Was glaubst du? Madonna hat ja schon im Jahre 89 damals in ihren Platten im Like a Prayer Album schon Werbung gemacht für Verhütung gegen AIDS, sie hat schon Aufklärung betrieben. Sie hat schon damals bei diesen Dance-Atons mitgemacht. Das sind so Tanzmarathons zugunsten der AIDS-Hilfe, da wurde Geld gesammelt. Sie hat sehr viel mit schwulen Künstlern zusammengearbeitet, Goutier, die ganzen Fashion-Designer, Fotografen, dann die ganzen Tänzer, auch alle schwul. Gerade die Tänzer zu ihrer Vogue-Zeit. Man muss ja auch sagen, da hat sie einen Stil aus dem queeren Untergrund in New York übernommen, aber eben in den Mainstream gebracht und das hat stimmt. damals mit den Tänzern zusammengearbeitet. Leider gab es da ja irgendwie ein bisschen böses Blut. Da gibt es eine Dokumentation zu dem Thema. Das stimmt, ja. Ganz interessant. Strike a pose. Genau. Aber kannst du selber Vogue? Nein. Schade. Aber ich kann gerne Vogue spielen, das können dann die anderen machen, Vogue. Genau, am besten dann bei der nächsten Madonna-Party. Genau. Also Madonna als starke Powerfrau irgendwie, glaube ich, auch für viele Schwule so eine Art Identifikationsfläche. Also Madonna hat ja von sich selber gesagt, sie ist eine Frau gefangen in einem Männerkörper. Ja, wahrscheinlich in einem schwulen Männerkörper. So. Denn eben gerade auch diese selbstbewusst gelebte Sexualität. Was war denn zum für Beispiel. Dich dann nochmal so eine Phase, wo du sagtest, so wow, da hat Madonna irgendwie so... Grenzen gesprengt. Definitiv Erotica. Das ist auch ein Album, was verkannt ist und underrated. Dadurch, dass einfach dieses ganze Sexzeug im Vordergrund stand, ist die Musik ein bisschen untergegangen. Ich fand es einfach toll, was einfach was ganz Neues war. So was gab es vorher noch nicht. Ja. Oder der ganze Wirbel, der in der Presse gemacht worden ist, war immens. Mhm. Wenn ich jetzt jahrelang später das Buch ansehe, so. Die sind ja nicht mal rasiert, so scheiße. Das ist doch schön, so ein voller Busch. Also so ist mir ja Schwulenpornografie am liebsten irgendwie, ästhetisch. Und schwarz-weiß. Und doch geil. Genau. Aber auch da wieder so eine Verbindung, die Schwulenszene, die ihre Fetische liebt. Madonna, die in dem Buch auch so ein bisschen mit den Fetischen spielt und Definitiv. Mit schwulen Sexpraktiken. Da wird sie beim Rimming zum Beispiel auch mal fotografiert. Eines meiner Lieblingsbilder. Was ja, glaube ich, ein bisschen ein Tabu ist, besonders wenn es von Frauen gemacht wird. Da ist es. Mein Lieblingsbild in diesem Buch. Meins auch. Und heutzutage würde sich da kein Schwein mehr drum kümmern, irgendwie. Wenn jetzt Taylor Swift sowas rausbringen würde, würden alle Juhu schreien. Aber bei Madonna haben sich die Leute aufgeregt. Und du siehst ja sogar, wie sie in den Arsch, also sie beißt ja rein, finde ich. Also man sieht, wie sie reinbeißt. Er steht doch drauf. Wenn nicht. Und der will's doch so. Ja, man sieht schon, wie Madonna hier... Die schwule Fetischkultur appropriiert, um ihre Platten zu verkaufen. Mit Erfolg. Wie viele Versionen hast du von diesem Buch? Vier. Vier. Okay, warum?
Das ist ja mittlerweile schon zerflattert vom vielen Anschauen. Also das ist jetzt nur das Anschauungsobjekt, aber die, sagen, der die, Tester. Und aber die Seiten kleben nicht zusammen. Und abends im Bett liegst, regelst du dich dann zwischen den eingeschweißten Ausgaben? Nein, also ich habe es eingeschweißt, die deutsche Erstausgabe, die amerikanische Ausgabe und die japanische. Dazu gibt es auch noch eine goldene Platte, die ich habe von meinem Lieblingsalbum Erotica. Presented to Madonna. Die hätte eigentlich Madonna haben müssen. Leider ist sie in meinem Besitz. Wow. Ein Original. Und woran lutscht sie da? An Naomi Campbells Zehen. Der Superstar, der am Supermodel lutscht. Wunderbar. Und wie viele Tonträger hast du von Madonna eigentlich? Puh, ich habe es nicht gezählt. Aber dadurch, dass ich ja schon seit 30 Jahren sammle, kommt einiges zusammen. Genau, das alles ist jetzt unten voll mit Madonna komplett. Wie du auch hier sehen kannst, mal eine kleine Ausgabe, also in jeder Pressung, Mexiko, Japan, Deutschland, USA, China, Japan, also querbeet. Ja, schon ganz schön crazy eigentlich. Es geht ins Geld, aber es ist wie eine Sucht. Von welchem Album hast du die meisten Ausgaben? Gute Frage. Ich würde sagen Ray of Light, Rebel Heart und Music. Bist du immer noch ein Power-Fan? Ist das was, was dich bis heute begleitet? Jein, also Madonna ist ein Part von meinem Leben. Ich bin mit Madonna aufgewachsen. Sie hat mich musikalisch und auch sonst begleitet in all meinen Stimmungen, in meinen Lebenslagen. Und sie ist natürlich auch noch Teil meines Lebens, natürlich nicht mehr so wie früher. Man wird älter, man hat natürlich auch andere Interessen. Ja, aber ist sie denn noch kulturell relevant heutzutage? Also Madonna polarisiert halt auch dadurch, dass sie über 30 Jahre im Business ist. Sie ist natürlich nicht mehr so eine große Nummer, wie sie früher mal war, denke ich mal, weil es gibt mittlerweile auch andere Geschmäcker, andere Musikrichtungen. Wir haben heutzutage einen ganz anderen Zeitgeist. Ja, dazu habe ich auch mal hier ein paar Infos. Also, es gab eine Studie, die hat 1000 Millennials, also junge Erwachsene, befragt. Da war das Bild von Madonna nicht ganz so positiv. Sie wurde als verzweifelt eingeschätzt oder 3/5 dieser Befragten fanden sie auch irgendwie peinlich. Warum? Sie wirkte auf die Leute unauthentisch. Das lag jetzt gar nicht an ihrem Alter, sondern einfach, dass sie nicht authentisch war. Dabei kam auch raus, dass sie 17 Mal weniger Einfluss auf diese Zielgruppe als Taylor Swift hat. Das klingt alles sehr negativ. Ich frage dich jetzt einfach mal, welchen Rat würdest du denn Madonna geben? Also vorneweg, was die Authentizität betrifft, Madonna fühlt sich am wohlsten auf der Bühne. Auf der letzten Tour, da fand ich sie menschlicher wie je zuvor. Sie hat viel mit dem Publikum kommuniziert und das hat sie auch menschlicher wirken lassen und nicht so steril wie früher. Madonna sollte halt einfach gucken, dass sie weiterhin ihr Ding macht und nicht mehr mit so Teenie-Stars wie Justin Timberlake, Britney Spears etc. auftritt, sondern weiterhin ihr Ding macht. Ich habe ja schon Angst, dass sie eines Tages mit Justin Bieber auftritt. Da steige ich aber aus. Okay, oder dass es ihr neuer Lover wird. Sie hat ja auch immer so ein Ding für jüngere Männer. Das hat sie aber schon immer gehabt, das Faible für jüngere Männer. Aber es ist auch ihr gutes Recht, why not? Dann danke ich dir für dein Interview. Sehr gerne. Vielleicht nochmal kurz raus auf den Balkon. Wir gehen jetzt noch ein Prosecco trinken, auf jeden Fall. Wunderbar. Sehr gerne. Und ja, bis gleich. So, jetzt stehen wir hier draußen. Wunderschöner Sonnenuntergang über Stuttgart. Apropos Stuttgart, dieses Wochenende ist ja auch deine Madonna-Party wieder am Samstag. Genau. Wann und wo findet sie statt? Diesen Samstag im Paris Club ab 23 Uhr bis um 5. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, die Madonna-Party zu machen? Und wie lange gibt es die Party eigentlich schon? Also die Party gibt es seit 20 Jahren. Wenn ich also gerechnet ab der Party, die ich damals Januar 97 im Climax, im alten Climax noch gemacht habe. Die allererste gab es im August 96. Da kam ich irgendwie unverhofft zu der Party. Die Jungs vom Red Hawk, damals Ali und Basti Schwarz, hatten bekannt als Tiefschwarz. Genau. DJs. Die hatten eine Madonna-Party geplant und da ist der DJ abgefallen. Und du hast dann die Rolle. Und dann haben die mich gefragt, ob ich es übernehmen wollte, weil die wussten, dass ich Madonna-Fan bin. Und da habe ich das erste Mal dann Blut geleckt. Und dann habe ich dann Januar 97 das erste Mal richtig losgelegt. Ja, und jetzt dann also 20-jähriges Jubiläum. Wahnsinn, ich glaube es nicht. Ja, ich bin stolz, dass ich das jetzt 20 Jahre lang gerockt habe und dass es immer noch gibt und wir werden das jetzt gebürtig feiern diesen Samstag. Genau, und dass hoffentlich möglichst viele Leute am Samstag ins Paris kommen. Das denke ich doch mal. Sehr schön, danke Dimi. Gerne. Also Leute, das war's mit dem Madonna-Interview hier. Wir sagen Sissi bye! Sissi bye!